Menschheit. Und die, die jetzt sagen, das ist undemokratisch, dass wir hier heute stehen, denen sage ich, es ist undemokratisch, dass seit 40 Jahren in dieser Verfassung steht, dass wir ein Recht auf Gleichstellung haben. Und wir haben es immer noch nicht geschafft, das zu machen. Die Rede von der Co-Präsidentin der SP-Frauen Schweiz redet vielen Frauen im Publikum aus dem Herzen. Trotz dem kurzfristigen Termin am Montagmittag sind ein paar hundert Frauen und Männer auf Berner Bahnhofplatz gekommen, um zu demonstrieren. Darunter sind auch mehrere Frauen aus Biel. Allen voran Lois Bila vom Frauenstreik-Kollektiv, die extra über die Mittagspause nach Bern kam. Die Arbeit für Kindererziehung würde pro Jahr 400 Milliarden Franken generieren. Es sind zur überwältigenden Mehrheit die Frauen, die das gratis machen, und das zählt im Bruttoinlandprodukt nicht. Die Frauen machen pro Woche im Schnitt 20 Stunden mehr im Haushalt als die Männer. Jetzt müssen wir schauen, was das höhere Rentenalter für eine Auswirkung hat auf die Frauen, die als Grossmütter sonst einen Teil der Arbeit den arbeitstätigen Eltern abgenommen hätten. Auch die Co-Präsidentin von SP Biel ist über den Mittag demonstrieren gegen das Resultat dieser demokratischen Abstimmung. Wir Frauen sind immer Verlierer. Das ist ja das Problem im Grundsatz. Oder? Also, das war eigentlich die einzige Besserstellung, die wir noch in dieser Gesellschaft hatten. Jetzt ist die weg. Sie ist wohl gleichberechtigt. Aber ich bin nicht hier für mich allein. Ich bin auch hier für die Frauen, die zum Beispiel noch keine Pensionskasse haben, die körperlich so ausgebrannt sind, dass es für sie schwierig wird, überhaupt eine Stelle zu halten oder zu bekommen bis 65. Ich bin hier für die Frauen, die jetzt AHV-Kürzung haben. Ich bin für so viele andere Frauen hier, die jetzt eigentlich das Zwei am Rücken haben. Und das tut mir enorm leid.